Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Ja, ich habe immer noch ein Halstuch, einen Schleier um, aber eigentlich müssen wir Zeit sparen. Also klaue ich einfach nur die Äpfel von dem Krog hier. Und schaut mal, wie Taborasa ein bisschen mehr aufgeblüht ist. Das sieht schön aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Alright, Leute. Dann lasst uns doch mal. Juckt meine verdammte Nase so. Dann lasst uns doch mal bei Dummstar vorbeischauen. Tach! Hallo! Du hast eine Gerudo gefunden, die uns hilft. Vielen Dank! Deine Arbeitskleidung sieht jetzt nicht besser aus, oder? Sie hat im Handumdrehen meine Arbeitsklamotten gepflegt. Jetzt riechen sie auch noch ganz wunderbar. Ihr Name lautet Powder, das passt also auch. Ihre Nähkünste sind an meiner Arbeitskleidung fast verschwendet. Deshalb hat sie eine Boutique eröffnet. Gute Frau. Und als nächstes? Ja! Ja! Wenn wir mehr Leute einladen wollen, brauchen wir mehr Unterkünfte. Kannst du also 30 Holzbündel besorgen. Zusammen mit dem Material der Firma müsst ihr ein paar Häuser bauen können. Haben wir 30 Holzbündel? Ich will fast sagen nein, weil ich ihm das letzte Mal schon so viel in den Rachen gestopft habe. Haben wir hier 15 Bäume rumliegen? Kann passen. Können alle zwei geben? Auf jeden Fall. Danach wird ein bisschen schwieriger. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Das war nur einer. Und genau deswegen bleiben auch einfach alle Bäume hier stehen, oder? Kann das mal sein? Kann das mal sein? Aber das reicht nicht ganz. Okay, da unten sind verdammt viele Bäume. Aber vielleicht auch der ein oder andere Wächter. Was mir dann scheißegal wäre. Das ist einfach ein Riesenwald. Wenn der Wächter mir ein paar Bäume umwichst. Wer bist du denn? Hagi! Was denn? Wer bist du, ein Reisender? Keine Zeit, mit einem Volk abzugeben. Was? Mich mit niederem Volk abzugeben? Was bist du denn? Aber gut, ich mache eine Ausnahme. Deine Kleider und so. Kannst du ein paar Rubine gebrauchen, oder? Was? Von mir aus. Wenigstens bist du ehrlich. Dann hier, ich gebe dir einen Vorschuss. Hä? Nun sei mal nicht so. Hier, nimm schon. Komm, gib Pfötchen. Und jetzt? Dann hör dir mal an, was du dafür machen sollst. Im Westen dieses Dorfes erstreckt sich der Terrainsumpf. Der Tarinsumpf? 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 Ja, dort befinden sich Wächter. Zwei Stück sogar. Nicht schlecht, was? Ein einziger davon ist schon gefährlich genug. Für dich vielleicht. Und du gehst jetzt und zerstörst beide von den Wächtern, die im Tarinsumpf herumlaufen. Zeitvertreib für die Neureise. Geil. Moment. Für die Neureiche? Nein, für Neureiche. Weil ich immer noch den Schleier am Gesicht hatte, kam ich mir nämlich gerade ein bisschen nuttig vor. Muss ich gestehen. 24. Also darf ich wahrscheinlich gleich wirklich darunter. Obwohl, wenn das nur drei Bäume noch? Nein! Fuck you! Was ein Spasti! Jetzt muss ich für den auch noch. Ernsthaft? Du verkaufst die Gerudo-Klamotten? Und nicht mal billiger! Toll bist du. Schön. Ich renne jetzt da runter. Ich fliege jetzt da runter. Kann dabei direkt noch
zwei Wächter umboxen. Hab ich ja keinen Stress mit oder so. Aber wenn wir hier schon mal unterwegs sind. Kann ich auch mit Wolfi spielen. Wolfi kann zumindest ein paar Wächter ablenken. Ja, pass mal auf, ey. Fick dich. Hast du gedacht, Bitch? Zum Angriff, Wolfi! Oh, Scheiße. Du machst Wolfi nicht platt. Nö. Sorry. Machst du ganz einfach nicht? Lecker Loot! Lecker Loot! Und da hinten ist der nächste, der mich entdeckt hat. Shit. Wolfi! Cool, er hat's direkt für mich geblockt. Netter Mensch, Corona. Ist natürlich geil, dass der mir die Strahlen auch reflektiert. Also. So. Quest erfüllt, oder? Klick, 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 klick. Overloot. Sweet. Sehr sweet. So. Ich könnte natürlich jetzt noch ewig Zeit damit verbringen, hier alle Wächter abzuklappern und da auch noch Zeug rauszuholen. Das heben wir uns aber am besten mal für was anderes auf. Ich schnapp mir jetzt einfach mal eine Ersatzwaffe, die ich entbehren kann. Scheiße. Er muss halt das Königsschwert jetzt zum Bäumefällen herhalten. Was? Scheiße. Dann halt doch nicht. Nö. Achso. Ja gut. Okay. So. Kannst du jetzt vermeiden, irgendwie sowas zu finden, Wolfi? Weil eigentlich wollte ich nämlich nur... Vielen Dank. Au! Oh, ey! Wolfi, mach ihn kaputt! Cool. Na, ey! Leck mich, Mann. Voll ins Knie. Ey, Wolfi, Futter. Oh. Nee, das ist mir jetzt zu doof. Also, wir porten uns.
Dann können wir nochmal mit Dumster reden, weil wir jetzt definitiv unsere Holzbündel haben. Dann reden wir mit dem Spassi, damit ich ihn entertained habe. Und er so, oh krass. Aber du hast deine Questbelohnung ja schon bekommen, also tschüss. Oh ja, hier ein Quest-Update. Damit das nicht mehr in deinem Inventar rumschimmelt und dich tauntet. Okay. Ja. Ah, hast ein Spat. Weißt du, ich renne hier, also ich hätte ja auch in meinem Reckengewand rumrennen können. Ja? Oder weiß ich nicht. Für Designerklamotten aus dem Gerudo Geheimclub. Und er nur so, deine Klamotten. Die sind ziemlich scheiße. Ja, so ein richtiger. Bäh. Bäh. Fuck you. Oh, du bist es nur. Sie zerstört. Ja, ich weiß Bescheid. Das beide Wächter zerstört die im Terrain. So, ja. Wir versprechen, gebe ich hier den Rest deiner Belohnung. Komm, gib Pfötchen. Unzufriedene Blick. Ist der Vorschuss mehr war als die Hauptsumme? Das ist der Grund, warum du immer den niedrigen Ständen angehören wirst. Wer hat denn gesagt, dass der Vorschuss kleiner sein muss? Immer diese Scherereien mit euch. Wichser. Ich wusste es. Woher wusste ich das? Ei. Yo. Klar hab ich die für dich. Du bist wenigstens nett zu mir. Glaube ich. Oh, große Hilfe. Ja, guck, hier hast du die nächstes. Ja. Zu einem richtigen Dorf fehlt uns noch eines. Muss hier alles zu kaufen geben, was man zum Leben braucht. Wir müssen eine ordentliche Logistik aufbauen, damit hier ein Krämerladen eröffnet werden kann. Das klingt gut. Leider fehlt uns dazu das Wissen, die nötigen Verbindungen. Wüsste jemand, der sich mit Logistik auskennt und einen Laden eröffnen könnte? Was? Sollten die Orni mit ihren Flügeln unschlagbar sein? Es wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ach ja, und noch etwas. Muss ja auf da enden. Ja, wenn du irgendwo auf der Welt... Okay. Dann porten wir uns jetzt als allererstes, weil anscheinend will der Schmuck ja immer Holzbündel von uns. Porten wir uns jetzt als erstes zu dem Orni-Stall. Und... denn da gibt's Holzbündel. Ist eine super Location, wenn ihr, wie ich, Sternschnuppen farmen wollt, braucht ihr ja auch immer wieder ein Lagerfeuerchen. Sehr oft so zumindest. So quasi pro Sternschnuppe 1. Geht ihr zum Orni-Stall und macht jenes Tolle, was ich jetzt auch vorhabe. Zumindest erstmal nicht erfrieren. Aber ich habe auch keinen Bock, mich jetzt umzuequippen. Jetzt geh schon runter, damit ich keinen scheiß Schaden mehr leiden muss. Danke. Und ich hoffe, wir können die Zeit noch ein bisschen kürzen. Einfach weil ich gehe jetzt ganz einfach mal davon aus, dass der Orni, den wir suchen, wieder nicht in der, Orni-Siedlung sein wird. Also, entweder ist er am Stall oder ich weiß nicht. Vielleicht. So, pass mal auf. Fuff! Schön, oder? Wenn hier schon so viele gefällte Baumstämme rumliegen, könnt ihr da einfach eine Bombe drauf werfen. Und die Scheiße erfüllt ihren Zweck. Cool, oder? Jopp. Vor allem da geht das sehr gut. Wupp. Einfach immer mal machen, wenn ihr hier vorbeikommt.
Und ihr bekommt ganz tolle, leichte, viele schnelle Holzbündel. Okay. Klick, klick. So. Wo war dieser... Schaut mal. Hier. Da ist ja da, der Flugplatz. Der Flugplatz klingt für mich persönlich ein bisschen verdächtig. Ich meine, die Südmine, lucky guess. Aber, die Oase war ja jetzt schon so, okay, sie ist nicht in Gerudo-Stadt. Guck da, so ist klar, gut. Also es war zumindest ein markierter Punkt auf der Karte. Also, warum checken wir nicht einfach mal den Flugplatz und hoffen, dass wir das in der Folge noch hinbekommen? Wie wär's? So. Revalis Sturm ist bereit. Cool, vielen Dank. Ich meine, eigentlich ist er recht klein, ne? Kein Arsch hier. Tja, das war scheiße. Hier gibt's nichts in unmittelbarer Umgebung, ne? Vielleicht doch mal probieren? Vielleicht hat sich das Spiel auch gedacht, diesmal setzen wir ihn da hin, weil anscheinend, keine Ahnung, sind Ornis gar nicht so weit verbreitet? Wenn ich ihn jetzt im Orni-Dorf nicht finde, ich werde jetzt noch das ganze Dorf absuchen, weil unsere Folgenreihenfolge gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. So, mit ein Dingsy pro Folge. Ein Zuwachs pro Folge. Also, ihr seid es bestimmt nicht. Und ich verschwende mein schönes Königsschwert jetzt nicht darauf, hier Töpfe zusammenzuschmeißen. Du bist Laisa. Du bist... Ach, ja, richtig. Du bist Bella. Du warst Teba und nicht da. Aber ihr seid ja auch voll die Hauptakteure. Ich glaube auch nicht, dass du... Nein, natürlich nicht. Nicht mal ein A-da-Dings-Bums-Gedöns. Sorry, Moment. Ich muss mich mal eben wieder orientieren. Was ich anscheinend nicht kann. Okay, da. Da ist unser Schrein. Da ist unser Schrein. Da sind die kleinen Mistblagen. Du bist auch noch ein Mistblag, aber du bist Molly. Molly ist auch nicht cool genug. Da ist niemand. Du bist Lee. Und du bist... Warme Kleidung! Du bist Huck. Scheiß auf Huck. Nein, ciao. Wiedersehen. Ciao. Hier gibt's Klamotten. Das heißt, hier kriege ich auch niemanden raus. Krämerladen? Vielleicht? Vielleicht? Nein. Misa. Doof. Und du so? Freie Betten verladen. Nein. Du stehst hinter der Theke. Gibt's noch wen? Nein. Wer bist du? Du bist... Peda! Oh. Guten Abend. Das Gelaber meiner Mutter so satt. Keine Lust im Laden auszuhelfen. Der war's! Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. Ja, an den Dialog erinnere ich mich sogar. Taburasa vielleicht? Mein werter Sir. Taburasa, was ist das? Ich bin ganz Ohr. Verstehe.
Dort wird also dringend noch ein Krämerladen gebraucht. Akala, schon ein ganz weites Stück. Kannst doch fliegen, hör auf zu heulen. Für einen eigenen Laden würde ich auch ans Ende der Welt gehen. Na? Gut, dann steht es fest. Ich versuche dort mein Glück. Vielleicht sollte ich auf dem Weg nach Taborasa ein paar Waren für den Laden sammeln. Danke für deinen Rat. Ich hoffe, du kommst später einmal bei mir vorbei. Und er nur so... Ciao, ich verpiss mich. Ah nein, wäre jetzt cool gewesen, wenn er wirklich einfach so... Und nach oben. Und los. Und ciao, das war's. Ich bin weg. Ja, sweet. Guck mal, da haben wir ihn dann doch noch gefunden. So ganz ohne Überlänge. Geile Scheiße. Und ich fange trotzdem an, Töpfe und Kacke zusammen zu kloppen. Ja, nice. Nice. Das Dumme an der Geschichte ist, der wird wieder Holz von uns wollen, ne? Und trotz unseres kleinen Abstechers in den Stall von vorhin, ich hoffe jetzt einfach, dass sie respawned sind. Weil dann könnten wir uns nämlich wieder ein paar Holzbündel sichern. Das wäre sehr toll. Und Lachse gehen immer. Wenn wir jetzt schon ein bisschen Überlänge machen wegen Holzbündeln, kann ich auch Lachse krallen, oder? Mist. Glühwürmchen sind in letzter Zeit auch sehr begehrt bei mir. Okay, kommt schon, nehmen wir mal eine Abkürzung. Eigentlich ist sehr viel Material sehr begehrt in letzter Zeit bei mir. Aber auch nur, weil ich halt so nebenbei natürlich... Ja, die Baumstämme sind wieder da, das ist cool. Auch nur, weil ich so nebenbei natürlich alles Mögliche an meiner Rüstung aufbessern möchte. Yes. So schön viel Holz. So viel Holz. Shit. Okay. Und das ist gar nicht großartig viel Überlänge. Ich meine, ich sammle Holz. Und ihr könnt währenddessen schon, vielleicht schon meine Outro-Dingsies sehen. Das Master-Schwert hat seine Kraft zurückerlangt. Das höre ich doch immer gern. Ratatat. So. Holz. 43 Stück. Alles klar, Leute. Wir cruisen zurück nach Taborasa. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin soweit raus, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge und krallen uns dann doch die vierte. Müsste ein Zora sein, oder? Zora. Ein Zora. Alles klar, Leute. Blink out.